Ja. Ja, wisst ihr eigentlich, woran ich denken muss bei dem Begriff Canale Grande, wo wir jetzt hier sind? Ja, 80er. Die 80er, die sind ja quasi so meine Zeit, bin ich mit groß geworden. Und da war kalter Krieg, Ost und West stand sich gegenüber. Man wusste nicht, gibt es vielleicht tatsächlich den sogenannten atomaren Schlagabtausch, also quasi den dritten Weltkrieg mitten in Europa, der alles vernichtet. Und da gab es von der Musikgruppe Geier Sturzflug einen Titel: Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Und darin hieß es dann, wenn im Canale Grande U-Boote vor Anker gehen, wenn auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschussrampen stehen. Ja, dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Ja. Daher kannte ich eigentlich immer nur den Canale Grande. Und jetzt bin ich wirklich mal hier und stehe hier. Ja, die 80er. Weil noch die innerdeutsche Grenze hatten. Uns als Schüler gefragt haben, warum ist die im Atlas eigentlich gestrichelt eingezeichnet. Der dicke eiserne Vorhang. Und dann gab es halt die NATO und das Gegenstück Warschauer Pakt oder Warschauer Vertrag, wie man das so nennen will. Und beide Mächte standen sich halt mitten in Europa gegenüber. Aber zurückblicken muss man wirklich sagen, für uns in Europa war das damals eine sicherere Zeit als jetzt. Ja, die 80er, das ist ja quasi so meine Zeit. Und es ist heutzutage auch schon schade, dass sich viele gar nicht mehr so daran erinnern, was in den 80ern passiert ist. Ja, ich merke doch, ich werde alt, es wachsen Leute nach, die das noch gar nicht so kennen, die damals diese ganze Zeit, kalter Krieg und so gar nicht miterlebt haben. Ja, ich habe mich schon damals alt gefühlt an der Uni, wenn wir so politisch diskutiert haben. Und dann sagten so manche, wir haben doch außer Helmut Kohl noch nie einen anderen Bundeskanzler erlebt. Und ich sagte, ne, wir hatten doch Helmut Schmidt. Den habe ich noch bewusst miterlebt als Kind. Ja, ich habe euch aus meinem Bücherregal mal was mitgebracht, was euch die 80er mal wieder näher bringen soll. Kohlwitze. Tja, und wenn ihr erkennt, dass da auf dem Titelbild es Franz Josef Strauß ist, der sagt, erklärt ihm die Pointe nicht, dann seid ihr schon gut, dann wisst ihr schon was über die 80er. Ja, Helmut Kohl war lange Zeit Bundeskanzler und über ihn hat man viele Witze gemacht und es fiel eben auch in die Zeit des Kalten Krieges, deswegen viele Witze, wo es dann auch immer zusammengeht mit Ronald Reagan und mit Michael Gorbatschow. Ja,
Wer kennt heutzutage Ronald Reagan und Michael Gorbatschow? Gut, Ronald Reagan. Fragt man sich vielleicht, wer war denn das, weil er in dem Science-Fiction-Film Zurück in die Zukunft erwähnt wird. Aber ansonsten... Ja, so ein typischer Witz hier. Kohl hatte einen Autounfall und lief mit mittelschweren Verletzungen im Krankenhaus. Dort bekommt er ein Telegramm. Wünschen gute Genesung mit 145 gegen 28 Stimmen die Fraktion. Ja, das ist so klassisch aus dem politischen Leben. Wahrscheinlich könnten wir das für jeden machen. Aber Kohl hatte natürlich auch so gewisse Eigenschaften, dass man so glaubt, er kann nichts oder man sich darüber lustig machte, wie er Englisch spricht und so. Hier Mrs. Thatcher. Ja, wer kennt heutzutage noch Mrs. Thatcher? Ist jetzt auch schon gestorben. Mrs. Thatcher war damals die Premierministerin von Großbritannien. Mrs. Thatcher, der wir übrigens zusammen mit Ronald Reagan diese ganzen Auflösungen der staatlichen Unternehmen verdanken. Bahnreform, Postreform, geht zurück auf die Achse Thatcher und Reagan. Ja, Mrs. Thatcher hat Kohl in ein echtes englisches Pub eingeladen. Sie bestellt ein dunkles Bier, Kohl ein helles. Maggie Thatcher prostet ihrem Gast zu, to your health. Darauf Kohl, to your dunkles. Reagan und Kohl treffen sich zum ersten Mal. Um gleich eine freundschaftliche Stimmung aufkommen zu lassen, sagt Kohl zu seinem mächtigen Gastgeber, you can say you to me. Was mir auffällt in diesem Buch hier, in dieser Witzesammlung, es kommt immer wieder vor, dass Kohl und andere Politiker mit ihm zusammen hingerichtet werden sollen. Mal verschiedene deutsche Politiker, mal sind da auch Reagan dabei oder Gorbatschow. Also hier ist zum Beispiel wieder ein Witz. Schmidt, Strauß und Kohl sollen wegen Hochverrats hingerichtet werden. Also ist völlig unklar, wieso Hochverrat, was ist da passiert, aber okay, nehmen wir das hin. Sie stehen in einer Reihe von dem Erschießungskommando. Schmidt, der als erster dran ist, überlegt immer noch krampfhaft, wie er sich retten kann. Da denkt er an die Flutkatastrophe in Hamburg und wie alles durcheinander gelaufen ist. Er schreit, die Flut kommt! Die Soldaten laufen aufgeregt durcheinander und bis sie gemerkt haben, dass das gar nicht stimmt, ist Schmidt entkommen. Gut, denkt Strauß, das kann ich auch. Er brüllt, Vorsicht, Lawine! Es klappt auch diesmal, Strauß entkommt. Kohl überlegt, auf Flut fallen die nicht mehr rein, auf Lawinen auch nicht. Da fällt ihm das Zauberwort ein, Feuer! Ja, naja, dass bei Schmidt alles durcheinander gelaufen wäre, das kann man ja eigentlich nicht sagen. Schmidt hat wirklich bei der Flutkatastrophe in Hamburg damals in den 60ern die Fäden alle in der Hand gehabt. Aber gut, um Schmidt soll es eigentlich gar nicht gehen in diesem Buch, aber ist schon seltsam, dass man die permanent irgendwie umbringen will. Mal funktioniert dann der elektrische Strom nicht oder ähnliches. Ja, und eine Sache ist drin, die ist ganz bemerkenswert, weil das eigentlich eine Zukunftsvision ist. Im Urlaub wird Frau Kohl von einer Nachbarin gefragt, stimmt es, dass ihr Mann jetzt Gewichtheben trainiert? Ja, das kann man sagen. Er steht mehrmals am Tag aus seinem Sessel auf. So, wo war jetzt die Zukunftsvision? Da. Ein Witz aus der Zukunft. Im Jahr 2002 tattern Stoltenberg und Kohl. Ja, wer kennt eigentlich noch Stoltenberg, den früheren Finanzminister? Ja, man sieht, es ist schon mal interessant, sich damit zu beschäftigen, was in den 80ern los war. Also im Jahr 2002, also aus Sicht dieses Buches, was Anfang der 80er erschienen ist, weit, weit entfernte Zukunft. Im Jahr 2002 tattern Stoltenberg und Kohl durch eine belebte Geschäftsstraße und sehen sich die Auslagen in den Schaufenstern an. Da bleibt Kohl stehen, schüttet sein greises Haupt und sagt mit brüchiger Stimme, das hätte es bei unserer Politik nicht gegeben, dass eine Hose 1298 Mark und eine Jacke gar 4685 Mark kostet. Gehen wir lieber weiter, sagt Stoltenberg. Wir stehen vor einer Reinigung. Ja,
Interessant finde ich das vor allem deshalb, weil ausgerechnet im Jahr 2002, was ja eigentlich aus Sicht der damaligen Autoren, das ist ja von verschiedenen Quellen hier zusammengetragen worden, gesammelt worden, das einfach ein zufälliges Jahr ist. Ausgerechnet im Jahr 2002 wurde nämlich das Euro-Bargeld eingeführt. Also ab 1999 war Euro schon Buchgeld, ab 2002 Bargeld. Das heißt, ab 2002 steht im Schaufenster nicht mehr Mark. Ausgerechnet im Jahr 2002. Ja, zum Glück hat es diese Inflation in dieser extremen Form jetzt noch nicht gegeben. Gesang. Venedigs Bürgermeister besucht neben anderen deutschen Städten auch Bonn. Ja, das ist auch interessant. Venedig kommt vor, gut in der gleichen Rolle wie heute. Aber Bonn, die Bundeshauptstadt ist Bonn und nicht etwa Berlin. Also, Venedigs Bürgermeister besucht neben anderen deutschen Städten auch Bonn. Natürlich gehört die Kurzvisite beim Kanzler zum Programm. Sie kommen auch auf Venedig zu sprechen und der Bürgermeister fängt an zu klagen. Wir wissen bald nicht mehr, was wir machen sollen. Venedig sinkt und sinkt. Darauf Kohl: Warum machen Sie es nicht wie Mainz? Das sinkt und lacht. Ja, ein Wortwitz. Ja, solche Wortwitze mag ich auch ganz gerne. Wenn jemand sagt, das und das ist Mainz, sage ich nämlich ganz gerne, aha, Mainz, wie es singt und lacht. Ja, da kommt mir dann dieses Buch auch entgegen. Ja, aber Mainz, ja, singt mit G und Venedig singt mit K gar nicht, sondern, ja gut, doch, die Pfähle, auf denen die Häuser gegründet sind, sind natürlich auch teilweise morsch, aber die wesentlichen Schäden in Venedig entstehen dadurch, dass der Meeresspiegel steigt. Man hat zwar den Tidehub durch Staumaßnahmen eindämmen können, aber trotzdem ist doch in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten das Meeresniveau insgesamt angestiegen und die alte Bausubstanz ist deswegen teilweise in den Bereichen, die früher zugänglich waren, überschwemmt. Ja, wenn man durch Venedig hindurchfährt, ab und zu sieht man Hauseingänge, wo unten das Wasser zur Haustür reinschwappt und man sich denken kann, das war mal das Erdgeschoss. Jetzt steht das einfach leer, quasi nur noch als Traggerüst in dem Wasser steht.